Wir befinden uns hier auf Route 15. Oh, man sieht das wie das Licht. Das finde ich wieder süß, sowas, dass man das Licht sehen kann vom Fahrrad. Gut, hier waren wir oben. Batterie lässt nach. Das ist ja wunderschön. Das heißt, ich müsste wieder irgendwo rauskramen, eine Batterie. Aber mal gucken, ob ich so weiterkomme. Wenn nicht, naja, dann halt nicht. So, ja, dann würde ich mal sagen, ab hier vorne. Pokébälle sind rund und Sterne irgendwie auch. Wo du recht hast, hast du recht. Aber Sterne glänzen mehr, ne? Oh, wieder so eine Hexe. Sind wir ja schon mal begegnet. Auf Route XY. Keine Ahnung, auf was für eine Route da unten, wo das Geisterhaus war. So. Ach, das wird ja doch keine große Konkurrenz sein. So einfach Blättertanz. Ich denke mal, das ist sofort down. Ja. Und es ist auch sofort down. So. Ich wollte aber noch was anderes machen. Ich habe aber jetzt vergessen, was. Ramokles will Nachthieb. Ja. Schattenstoß. Ja, das kann ich machen. Und zwar mit denen hier. Ja. Mache ich auch. So. Setz ich mal einen Nachthieb ein. So, okay, gut. Ja, was war da jetzt noch? Und zwar wollte ich ja irgendwas noch machen. Genau. Ich habe hier ein Pokémon gefangen. Oh la la. Wer hätte denn das gedacht? Grammokles entwickelt sich. Endlich. So. Ich weiß leider, wie das schon aussieht. Leider. Kann ich auch nichts dafür. Man wird halt gespoilert, ne? Facebook und Co. So, da ist das schöne Teil. Tja, aus ein Schwert werden zwei Schwerter. So einfach ist die Formel. Kennt doch jeder, ne? So, dankeschön. Oh, so, mein Freund, dann werde ich dich auf jeden Fall mal an der Front hauen. So. Tausch. Yep. Und zwar so, perfekt. Gut, dieser Flow war jetzt wieder nicht zu lange an der Front. Aber das ist jetzt, sage ich mal, eine Ausnahme. Weil doch mein Grammokles sich weiterentwickelt hat. Stand da Duokles oder? Ich weiß jetzt nicht. Warte mal, Moment. Duokles, ja. Aus 1 wird 2, ne? So, gut. Ja, da würde ich mal sagen, wir gehen erstmal fix wieder zurück. Holen uns das eine Pokémon, geben es ab und mal gucken, was wir da bekommen, ne? Hier bei den Typen rechts jetzt. Genau hier der. So. Nein. Diese Meldungen, ja, die sind schon ein bisschen nervig ab und zu mal. So, okay, gut. Ja, dann gehe ich mal. Nee. Setze ich einen Pokémon jetzt mal ab. Pokémon ablegen, genau. Setze ich mal Pikachu kurz ab, ablegen. Nein, zurück, zurück. So, Pokémon mitnehmen. Und das war das. Was war das für ein Viech nochmal? Ach, dieser Pilz da, genau. Mitnehmen. Genau, der wollte ja irgendwas unter. Nein. Unter 0,3 Zentimeter, Meter, sonst was Gedöns haben. 0,3 Meter. Und das ist ja auch das Viech. So, mein Freund. Ja. Oh, klasse, ja. Ja, kriegst du. Gut, gut. Komm, nimm es jetzt einfach. Pokepuppe, naja, weil ist jetzt nichts Großes geworden draus. Vielen Dank, dass du mir ein kleines Pokémon gezeigt hast. Ach so, nur gezeigt. Ah, ich dachte, er will jetzt mit mir tauschen jetzt. Wäre toll, wenn du mir morgen wieder ein Pokémon in der Größe zeigen würdest. Einfach dasselbe, oder? Oder geht das nicht? Geht leider nicht, glaube ich. Gut, jetzt habe ich eine Pokémon-Puppe bekommen. Ich weiß nicht, für was braucht man die nochmal? Die kann man gut verkaufen. Die sind teuer. Aber sonst wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Kann man vielleicht so heimlich Geld machen? Wenn man die teuer verkaufen kann, so richtig teuer, kann man ja sogar gut Geld machen. Aber ich glaube eher nicht. Pokémon ablegen. Auf jeden Fall das Ding hier wieder ablegen, sonst levelt das wieder weiter. So, ja, dann wieder raus. Ja. Gut, Pokémon mitnehmen. Und dann nehmen wir unser Pikachu wieder mit.
So, mein Pikachu, los. Gut, da würde ich mal sagen, zurück. Gut. Ja, könnt ihr mal gucken, wie viel ich für so eine Pokémon-Puppe noch bekomme. Das kann ich ja mal schnell nachschauen. Verkaufen. So. Pokémon-Puppe. Tja, wenn das mal sortiert wäre hier, dann wäre das viel besser. Manchmal sehe ich hier absolut gar nichts. Also, ach, da unten. Was? Ne. 500 Poké-Dollar, das kriege ich durch. Sogar mehr von einem Pokémon-Kampf kriege ich. 1000 noch was kriege ich für einen Pokémon-Kampf. Ne, das lohnt sich auf jeden Fall nicht. Naja, kann man doch kein Geld machen. Aber okay, gut, dann geht's halt weiter hier. In dieser Herbstlandschaft. Ziemlich. Ja, hier ist alles so herbstlich, eher gesagt. Oh, hier ist nochmal so ein Buckel. So, Batterie lässt wieder nach. Das ist ja nichts Neues, Kollege. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen runter. So, was war hier? Tada! Du hast mich vielleicht nicht gefunden, aber ich bin hier. Na, überrascht? Gerufen, ja. Ich bin sehr überrascht, mein Freund, sehr. So, setze wieder dein Gedöns ein. Wow. Ja, ich werde es vielleicht bei Pokémon Army auch ein bisschen trainieren, weil ich will mal sehen, was für Moves das Viech hat. Man kriegt ja durch Pokémon Army besondere Moves. So, Nachthieb erstmal für dich extra. Oh, komm schon, ich will jetzt nicht einpennen. Wow, das hat so viel abgezogen, dass ich überhaupt es nicht sehen kann, wie viel es abgezogen hat. So, Heimzahlung. Heimzahlung war ja stark. Ist schon ein bisschen her, wo ich das letzte Mal so richtig mit Grammokles was gemacht habe. Sorry, Duokles. Wow. Jetzt bin ich... Oh, ne. Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Och, je. So, dann dieser Floor, komm. Rette hier alles. Duokles sieht irgendwie sehr geschwächt aus. Pennt auch ein. Ich hasse. Okay, das Schlimmste ist, schlimmer als Para ist schlafen. Da kannst du absolut gar nichts machen. Bei Para kannst du noch so ein bisschen, vielleicht wenn du Glück hast, was machen. Aber beim Schlafen, also wenn man einen Schlafmodus hat, da kannst du einfach gar nichts machen. Da bist du einfach machtlos, da geht gar nichts. Pokéflöte, habe ich die eigentlich noch? Müsste ich eigentlich noch haben, oder? Oder hat sich das hier wie irgendwie geändert, dass man jetzt die Pokéflöte nicht einsetzen kann? So, aber theoretisch geht das. So, möchtest du weiterkämpfen? So, mein Akku blinkt jetzt sehr stark. Das heißt, ich müsste mal kurz gucken, wo mein Akkuladegerät ist. So, lalalala. So, der Bisaflor greift einfach automatisch an, weil er weiß, dass ich jetzt gerade beschäftigt bin. So, Akku drin und es kann weitergehen. Und ich bin tot. Prima. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Wie stark ist der eigentlich? Dass er fast alle meine Viecher hier weghaut. So, Vio, mach mal hier was Schönes draus. Das Viech kenne ich gar nicht. Siberio. Kenne ich nicht. So, Zuflucht, Mondgewalt. Hol die Gewalt raus. Komm. Let's go. Und tschüss. Krasses Viech auf jeden Fall. Könnte ich theoretisch Glurak rauspacken, aber Glurak ist so eine Geheimwaffe eben, ne? So, Derek, geh nach Hause, tschüss. Jo, war auf jeden Fall mal ein etwas stärkerer Gegner. So muss das auch sein. Jetzt bin ich richtig geschwächt, könnte ich theoretisch wieder ins Pokémon Center gehen. So, Beleber. Joa. Beziehungsweise könnte ich mal gucken, ob ich jetzt die Pokéflöte einsetzen kann. Nein, ich will kein Verrat. So, Beutel. Ja. Pokéflöte. Oder habe ich die wieder zurückgegeben? Oh je, ich habe die wieder zurückgegeben, oder? Ja. Och, ne. Kann doch nicht sein. Das sind hier Verbrauchssachen. Ah, hier vielleicht. Kingstein.
Gibst du es einem Pokémon zum Tragen, lässt es mit seinem Angriff das Ziel gelegentlich zurückschrecken. Okay. Ey, man darf überhaupt hier nicht kurz was anderes gucken. So. Ey, ich habe echt die Pokéflöte nicht mehr. Der Drecksker hat die mir abgezogen. Das kann doch nicht wahr sein. Einmal einsetzen oder was? Jetzt brauche ich extra so ein Kack-Item. Och, nö, ey. Das ist kacke, sowas. Oh je, oh je. Egal, dann gehen wir mal halt weiter. Beziehungsweise kann ich ja immerhin meinen Grammokless mal ein bisschen aufpäppeln. So, wo ist das Fiebertrank? Hier. Ja, das passt dann soweit. Dieser Floor ist leider down. Werde ich es jetzt auch nicht extra beleben. Wiederbeleben. Ist ja Schwachsinn. So, Batterie lässt nach. Ist ja nichts Neues. Möchtest du Surf einsetzen? Ja, natürlich. Komm, Kuaiutsu. Und ab drauf. So. Gegen Wasser-Pokémon haben wir doch schon mal gekämpft hier. So am Wasser, ne? Wir waren ja ganz kurz auf dem Wasser. So, da ist schon das erste Viech. So, ich penne ja nicht mehr. Ist ja cool. So, Zornklinge, Heimzahlung. Komm, lass mal, ich zahle dir was heim. Doch, ich penne. Oh, Mist. Ich hab's nicht gesehen. Wie lange dauert dieser Scheiß-Status jetzt noch? Nachthieb, komm. Ey, wehe, wenn das Aua macht. Okay, gut, das tut nicht weh. Schon sehr schön. Ich würde es irgendwie aufwecken. Und dann muss es ja doch wach sein. Das Scheiß-Viech. Ja, das können wir bis morgen machen, so, ne? Also, von daher. So, jetzt penne ich wieder eine Runde. Schlaf, 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 schlaf. Jetzt nochmal, komm. Ja, ja. Mach dich selber mal nass. So, Nachthieb, endlich, wach. Zack. Joa, nicht schlecht. Jetzt nochmal dasselbe, dann passt's. Blubberstrahl. Wow, das hat schon ein bisschen mehr weh getan. Aber das tut noch mehr weh. So, tschüss, mein Freund. Alle sind meine Freunde. Das sind alle meine Freunde hier, gegen die ich dann trete. So, okay, gut. Ja, dann geht's weiter. Hier aber nicht. Och, nö. Jetzt bin ich umsonst. Och. Hier muss doch irgendwas sein. Genau. Was? Hier ist nichts. Was sind das für Fake Wege, wo hier nichts einfach ist? So, jetzt wieder zurück, ja. Weil, ja. So, hier, wer ist hier? Hier ist niemand, hier ist auch niemand. Alles fake hier. So, okay, gut, dann gehen wir mal halt hier runter. Da unten war ja noch ein Weg. So, aber erstmal ein Pokémon-Kampf. Dem, deren, dem, dem. Ah, hier kann man das Viech fangen. Kleopatra. So, nö. Ach komm, auf dich habe ich jetzt eigentlich keinen Bock. So, tschüss. Ja, viele sagen, dass das Schwert hier so ein bisschen kacke aussieht. Wiederum sagen andere, das Schwert, was danach kommt mit dieser Steinentwicklung, sieht dann viel, viel geiler aus. Und ja, dann soll man das halt weiterentwickeln, besonders wegen den Stats und so etc. Aber ich brauche erstmal so einen Finsternisstein. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon bekomme. Muss ich mal nachgucken. Was denn? Machst du ein Reporttage? Reporttage. Reportage. Ja, ich mache öfters eine Reportage. Besonders, weil du so ein cooler Typ bist. So, Aaron, was setzt du da so Schönes ein? Wow, das habe ich lange nicht gesehen. Giflor, wir haben Duflor gesehen, aber Giflor haben wir noch nicht gesehen. So, du Reportage-Man. So, was mache ich da jetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Lassen wir mal erstmal Zorkling ein. Nee, das habe ich jetzt. Das hat er gemacht. So, das habe ich. Das mache ich. Ich bin richtig geschwächt, sehe ich gerade. So, Reportage und so, ne? Ja, was setzen wir da ein? Ja, was denn wohl? Das hier. So, erstmal Full Buff etc. So, zack. Ja, 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 ja. Ist okay jetzt. Ich weiß gar nicht, warum das sich
halt, wenn das kaum geschwächt ist. So, Heimzahlung. Dann setzen wir mal Heimzahlung. Ich weiß nicht, die Attacke zieht nicht so viel ab. Jetzt hör auf damit. Ey, das gibt's gar nicht. Guck mal, wie viel das mir abgezogen hat. Ja, ich muss ja Pokémon wechseln. Das kann ich bis morgen hier machen. Hier bleibt nur eins übrig, Glurak. Weil wenn ich jedes Mal so abziehe und das bufft sich jedes Mal damit, kann ich es bis morgen so, sag ich mal, nerven. Das nervt mich eher gesagt. Megasauger. Ja, ja, saug du mal alles raus. Wie viel hast du ausgesaugt? 4, 5 KP. So, mein Freund. Ich setz extra, weil du so nervig bist. Flammenwurf ein. Genau, in Mega-Entwicklung Flammenwurf. Das habe ich ja noch nicht gesehen, Flammenwurf. Das will ich mal auf jeden Fall jetzt sehen. So, Flammenwurf. Komm, Glurak. Mega-Glurak setzt als Finalattacke Flammenwurf ein. Dürre. Und jetzt geht's ab. Komm. Wow. Wenn das nicht viel abgezogen hat, weiß ich auch nicht. Ich glaube, davon kann ich jetzt hintereinander so 3 Stück wegfegen mit dieser Attacke. Auf jeden Fall sehr nice. Gut. Durkles hat ein Level erreicht. Und ich habe Flammenwurf mal gezeigt, wie das aussieht. Joa. Moment, habe ich hier was vergessen? Das sieht mir irgendwie... Ah, Pokéball. Angriff plus. Immer her damit. So. Wow. Ich hasse so immer... Was ist denn das? Wie komme ich da hin? Ach so. Hier ist doch ein komischer Stein. Ja, Zertrümmerer. Was? So einen großen Stein kann man auch zertrümmern? Krass. Ist ja riesig. So, da ist noch was. Oh, ich bleib überall hängen. So, her damit. Warum auch immer. Ey. Ich komme ja nicht durch. So, jetzt. Hier da auch nicht. Was ist das für ein Beet hier eigentlich? Ja, ja, Batterie, Batterie. Jedes Mal Batterie. Ich sehe nur Batterie. So. Schon wieder so ein Pilz. Fragt mich jetzt gerade, ob ich Ihnen das selber einfach zeigen kann. Aber das ist ein anderer Pilz. Kein Champignon, also ein anderes. Oder? Ey, das sieht ja mal geil aus. Von oben sieht das wie ein Pokéball aus, der Pilz. Komm, zeig dir nochmal. Von oben. Seht ihr das? Das sieht wie ein Pokéball aus. Geil. So, Nachthieb. Bäh. Mein Freund. Leg dich nicht mit Duokless ein. Denn ich habe hier 2 Schwerter. So, und tschüss. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Dieser Pilz mit einem Pokéball auf dem Kopf. So. Ich muss mal erstmal wieder tanken. Sonst sterbe ich. Ja gut, das ist das schwächste Pokémon, was ich jetzt hier habe. Deswegen stirbt das auch. Beziehungsweise kriegt das auch viel Damage ab, ne? 36 und alle anderen sind über 40. Kein Wunder. So. Och, ne, wollt ihr jetzt gegen mich beide antreten hier, oder was? Hoch, hast du uns gerade angesprochen? Fragezeichen. Heißt das, wir müssen jetzt kämpfen? Fragezeichen. Nee, das heißt jetzt erstmal eine Runde chillen. Oh je, ein Pokémon-Kampf. Den können wir natürlich nicht ablehnen. 2 gegen 1? Oder wie? Nee. Doch? Doch? Aber ich kann ja auch 2 Pokémon... ja. Ich kann auch 2 benutzen, aber... Jo. 2 Menschen gegen 1 Mensch. Aber okay, gut. Ja, so, Moment. Hier setzen wir mal Heimzahlung ein. Und... Hier setzen wir, wenn schon... Wenn er schon geboten ist, dass wir hier mit Glurak kämpfen dürfen, setzen wir direkt mal hier so was Schönes ein, ja. So, Glurak entwickelt sich erstmal. Bäh! Hallo, ich bin Mega Glurak und hier? So, Mega Glurak. Du weißt, was du machen musst. So. Erstmal alles weggekohlt, alles Asche. So, perfekt. Naja, das hat ja nicht so viel abgezogen. Was ist mit...
Duokles, pennst du oder was ist mit dir los eigentlich heute? Es kann doch nicht wahr sein, dass du nichts machst. Nee, hier, das ist Quatsch, Zornklinge. Glurak macht hier alles alleine oder was? Ja, das Ding, ja, Glurak killt das jetzt auch. Oh. Duokles, du warst einfach nur als Deko hier. Eine ziemlich schlechte Leistung heute. So, Vio erreicht sogar 47, obwohl das nicht mal hier war, ne? Also, keine Ahnung. So, gut. Danke, tschö. So, danke schon für den Kampf, auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann würde ich mal sagen, ich mache eine Aufnahmepause, oder? Nach der Holo-Nachricht, natürlich. Och, nicht schon wieder er. Die Forschungsarbeiten von Platan und mir hat uns zu folgender Erkenntnis geführt. Die Mega-Entwicklung entfesselt kurzzeitig verborgene Kräfte in ein Pokémon, die ihm durch eine gewöhnliche Entwicklung verwehrt bleiben. Was denkst du, schlummert dieses Potenzial in jedem einzelnen Lebewesen? Oder sind diese Kräfte nur wenige auserwählten Geschöpfe von edler Natur vorbehalten? Tja. Also es sind ja nur... Es sind ja nicht viele bekannt, die das machen können. Ich glaube, eine Handvoll, oder? Naja, eine Handvoll ist Quatsch. 5 Dinger bestimmt nicht. Aber so 10, 20 Viecher bestimmt können die Mega-Entwicklung. Aber mehr auch nicht, ne? Ja, mal gucken, ob das bei der nächsten Edition, die jetzt rauskommt, irgendwann dann auf einmal alles können. Aber das wäre viel Arbeit für so viele Pokémon, dann jede Mega-Entwicklung reinzuholen. Das wäre zu hart. Aber okay. Da würde ich mal sagen, ich mache erstmal eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und bis zur nächsten Folge. Euer Sakatiès.